Rassistische Polizeigewalt. Das Prinzip Radical Profiling stellt Menschen aufgrund von äußeren Kriterien wie ihrer Hautfarbe unter einen generellen Tatverdacht. Trotz der Stellungnahme der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, dass allein die Hautfarbe eines Menschen kein Kriterium für eine polizeiliche Personenkontrolle sein darf, verteidigt die Gewerkschaft der Polizei diese rassistisch motivierte Praxis. Die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft führt auch zu täglichen Abschiebungen, die oft mit übermäßiger Gewaltanwendung vollzogen wird, mitunter auch mit Todesfolge.